Junge, was ist top, Alter? Ja. Jeder Frontplayer. Ja, okay, ja, ich geh drauf. Was heißt das? Ja, Leute! Tschüss, ja, wieder auf diesem Kanal. Und Freunde, ich glaube, das ist das heftigste Video auf unserem Kanal generell von Capsia, oder? Nein, Freunde, willst du es erzählen oder ich? Ich bin sprachlos, ehrlich, ich bin sprachlos. Ich bin mit meinem krassen Duo-Mädel. Ja. Es war halt dieser Trio-Cash-Cup. Wir dachten uns, wir haben nichts zu tun. Mein kleiner Bruder hat mit seinem Duo gezockt. Ich dachte mir ein bisschen Bock auf Fortnite. Wir sehen diesen Trio-Cup und haben ihn aus Spaß aufgenommen. Es war echt aus Spaß, haben wir gespielt. Man switchet um Ehre, Alter. Was ist denn das? Für Fortnite! Das Ding ist, Freunde, wir dachten aus Spaß, spielen wir jetzt ein paar Runden. Ich will einfach den Cup bisschen reden, dies, das. Und dann ist was krass passiert. Wir waren nach zwei Runden. Kann meine Stimme sehen. Man sieht im Titelvideo. Wir waren nach zwei Runden im ganzen Cup erster Platz. Freunde, kein Clickbait. Ihr dachtet, wir sind schlecht Clickbait. Guckt das Video bis zum Ende, da sagen wir euch, wie wir es gemacht haben, erster Platz zu werden nach zwei Runden. Ihr glaubt es nicht, wir waren vor Norelli. Ah, jetzt kennt! Das ja. Sehen wir schlecht, Alter. Ach, Sachla, hör auf. Und dann geht es genauso schlecht, Alter. Da kommen wir eins gegen eins. Da kommen wir eins gegen eins, nicht gerade. Digga, ich stehe da, Leute. Lass den Pferde kurz in Lower. Lass den Pferde kurz in Lower. Deutsch nicht gut. Deutsch nicht. Like, da und nicht den Kanal und gib Pferde kurz in Lower. Ich will ganz schön viel labern. Yeah. In die Kommentare, was wir noch so drin können. Wir wollen jetzt ein bisschen Videos raus. Dann viele Cuffs werden kommen, viele Sachen werden kommen, wenn ihr feiert das. Kurz geht raus. Also Freunde, bevor es weitergeht mit dem Video, haben wir was Perfektes eigentlich für euch. Der Battle Pass kommt bald, geile Skins sind drin, so scheiße, ihr wisst, ne? Deswegen, wir haben die Bugs-Aktion von Lootboy für euch. Das ist einfach perfekte V-Bucks. Das bedeutet, ihr müsst euch einfach ein 25er Bundle vom Fortnite Premium Pack holen bei Lootboy. Dann kriegt ihr am Ende ein garantiertes Pack, wo safe V-Bucks sind. Das können 1800, 2000, einfach V-Bucks sind da drin, safe. Lootboy könnt ihr euch ganz einfach am PC runterladen, iOS, Android, ist alles kostenlos. Der Link ist in der Videobeschreibung, ladet euch gerne Lootboy jetzt über den Link runter. Für die Leute, die Lootboy nicht kennen, ihr könnt einfach Lootcoins sammeln, könnt Diamanten sammeln. Damit könnt ihr halt zum Beispiel für 99 Cent ein Pack aufmachen, wo V-Bucks drin sein können. Ihr könnt auch Loot-Packs öffnen und ganz viele andere Sachen. Also Freunde, ich will gar nicht viel labern. Wir gehen jetzt an die Packs. Ich zum Beispiel hatte keine Zeit, Niki auch nicht. Deswegen werden wir es jetzt mit Echtgeld machen. Ihr könnt es natürlich auch ganz umsonst machen. Aber ich würde direkt sagen, wir starten rein. Oh, aber Loot-Coins und eine PC-Vollversion gehen wir direkt zum nächsten Loot-Pack. Ey, was ist das denn? Ey, ey. Ey, was ist das? Oh! Was? Das ist dieses Paket, dieses, wie heißt der? Der Clown! Das ist dieser Clown, Mann, den wollte ich so richtig. Ja, ist so geil! Ja, ja, die Hacke ist so geil! Das kostet 40 Euro, oder? Ja, klar, Digga, das ist ein Bündel! Hier sind safe garantierte V-Bucks drin. 1000 V-Bucks, stabil! Let's go! Stabil, Bruder, stabil! Deswegen, Freunde, checkt in der Videobeschreibung, Loot Boy ab, ladet euch runter, spielt es, suchtet es ein bisschen. Und mit dem Code Bugs-Helix kriegt ihr 5 Diamanten und 2000 Loot Coins. Das ist einfach was ganz Nices für einen Anfänger. Natürlich geht das auch für jeden anderen, der Loot Boy schon länger spielt. Für Anfänger und für die, die es länger spielen. Diesen Code gibt ihr einfach über die Einstellung ein, Code einlösen. Und für die iOS-Benutzer unter euch, ihr müsst es über die Webseite machen. Ist ganz easy, geht ganz schnell. Und so kriegt ihr 5 Diamanten und 2000 Loot Coins. Ganz einfach. Ein Bug bei Phil. Wir starten direkt ein in unsere allererste Runde. So, ihr seht jetzt erstmal das Gameplay. Wir sind reingegangen, dachten uns, Steam ist eine gute Stadt, weil am Anfang war die, da sind eigentlich fast keiner gelandet. Ihr seht's gerade. Hier direkt der erste Gegner. Boah, also. Hits zu geben. Ja, nee, ich hab ihn so geschittet aus dem Mund. Und jetzt, guck mal, wie lost Nick ist. Er hat keine Mets. Guckt euch den. Ui, guck ihn dir an. Wer ist der Team? Hä, ich? Ist das Mungrad? Ich? Oder der war stabil. Stabil, well in Torn. Guck mal, und jetzt, ich hoffe, da. Ich hab's so gehofft, Bruder, ich wusste nicht. Und wir wollten einen Tilt rein, ihr seht's. Aber Niki wurde gesniped, dies, das. Ihr seht, ich mache Unterstützung. Und dann, ich hab den Call gemacht, der war das Allerwichtigste. Lass weggehen. Und deswegen haben wir auch, während wir gleich was Heftiges hinbekommen. Und ich komme einfach gegen da. Guck mal, was sind das für Teammates? Ich bin alleine vorne, chill irgendwo in Marokko. Na, ey. Nee, ich hab beide geholt. Er holt jetzt erstmal alle. Okay, geholt. Nee, ich hab beide geholt. Fights gegeben. Ihr seht, jetzt noch ein Trio. Eins muss ich sagen. Die waren krass, die waren krass. Unsere Calls waren nicht so gut. Ihr hört uns jetzt auch nicht. Aber wir waren echt nicht so gut eigentlich als Trio. Weil wir haben nie als Trio gespielt, kann man sagen. Bisschen haben wir gespielt. Ihr müsst wissen, dass Niki sein Duo-Mate, der mit uns spielt. Deswegen. Das war mein Happy Way. Er war in dem Cup, fand ich aber voll schlecht. Eigentlich ist er voll gut. Und dann im Cup, er hat echt reingeschissen. Und ihr seht jetzt, was ich da mache mit den Gegnern. Ganz klar, Bruder. Bruder, der Typ hat Angst. Alter, wer stinkt dir denn so? Guck mal, wie Niki abschaut. Du bist so ein Dreckiger. Na, immer auf die Kills. Das hat mich so im Cup aufregt. Die beiden waren so kill und lootsig. Die haben sich die ganze Zeit geschritten. Ich kam mir vor wie ein Vater. Die ganze Zeit musste ich was sagen. Jetzt, Bruder, guck mal. Jetzt, Ei, gut. Man nennt mich auch den Babo. Chill mal. Ey, Walla, gut. Chill mal ein bisschen, Mann. Nicht bei der Kraft.
krasses aus dem Kampf. Was dachte ich überhaupt? Dieses Solo ergreift ein Trio an. In welcher Welt lebt der Mann? Er denkt auch einen Mongrel-Tomatik. Und jetzt, ich hatte richtig Wut, ne? Weil ich war motiviert, Freunde. Ihr müsst euch vorstellen, motiviert. Ihr seht, wir sterben eigentlich immer in den ersten Runden in Cups. Direkt am Anfang. Aber hier, wir haben echt gut gespielt. Und jetzt, ich war eigentlich der Typ, der alles übernommen hat, wie wir gehen werden, wie wir laufen werden. So, alles habe ich geplant. Hey, war so. Wer hat gebaut? Ach komm, ich musste nicht mal bauen. Also, da oben habe ich einen 105er gegeben, Alter. Also, ich muss sagen, Niki Snipes war echt gut in diesem Cup. Echt stabil. Level Tarnstabil stabil. Guck mal, das ist ein Ding bei mir, Freunde. Ich habe kein Aim, wenn es darum geht, Gegner aus der Zone zu holen. Bruder, Minus. Aim ist Minus. Da und jetzt guck mal, man denkt, ich wäre Ninja. Ich schleiche mich, oh nein. Von hinten einfach, hast du gesehen? Ja. Wie ich ihn geholt habe? Und jetzt, der Typ hat Angst. Guck mal, wie es verschanzt da drin. Bruder. Und da habe ich ihn geholt, Alter. Sache will, der Arme. Nee, ich esse hat er den geholt. Und jetzt, wir rotieren in die Zone, Freunde. Das kam immer näher, so ein Gefühl, dass wir was schaffen können. Wir können erst zum ersten Mal im Leben was reißen im Competitive Fortnite. Und hier, ganz Freunde, ist ganz wichtig, es hat das Game entschieden. Nicky hat gesagt, Highground ist free. Ich habe Michael haben die erste Runde gewonnen. Guckt euch an, Nicky hat gespoilert, jetzt, wir haben gewonnen. Ihr seht jetzt auch, wir haben Highground, sind noch ein ganz früh. Die Rest waren nur noch Duos oder Solos. Der Bruder wusste gar nicht, was Baum war. Der hat auch nicht gewusst, was Baum war. Und dann war es ganz einfach. Es hat ein Felix ihn runter und was mache ich? Ich bleib da oben und dann kill ihn. Es ist der erste Win. Bisschen flexen für Zuschauer, auch wenn keine Chaya zugeguckt hat. Das war unsere erste Runde. Arschkürze. Jetzt, ihr merkt schon, wir hatten 37 Punkte mit einem Win nach der ersten Runde. Ich glaube, wir hatten 12 Kills oder so. Ist ganz okay. Ich hatte 6, du hattest 5, es ist 3. Und jetzt seht ihr, warum wir nach der zweiten Runde erst in ganz Europa waren. Jetzt kommen wir zu unserer zweiten Runde. Ihr seht, ich hatte eine gute Runde in Sweat, die erste Runde. Fast sind wir sogar jetzt gestorben in Sweaty. Wir haben halt so einen richtigen Plan gemacht. Wir haben alles so geguckt, wie wir alles machen werden. Und ihr seht jetzt, direkt ein Trio pusht uns. Ey, bist du verrückt? Wer bist du? Die hatten Ska und so alles. Die hatten Ska. Und guck, wie viel ist der? Aus welcher Toilette kommt der, Alter? Er kommt einfach rausgerannt, so richtig auch rund. Nicky kommt mit einer Pistole als Unterstützung, Bro. Das hat gar nicht geholfen. Doch, ich hab. Und ich hab keine Munition mehr. Ich hab den White gemacht. Ich hab keine Munition mehr, komm, wie los? Ich hab ihn. Und er hat das Ska und Nicky, ich hab alles Nicky weggenommen. Einfach weggenommen. Aber guck mal, Moon, 18er, R1 Shotgun. Und ich dachte mir jetzt, Jungs, weg hier. Und auf einmal hier sagt der Teammate, hier ist ein Gegner. Ich dachte schon, hier oben im Camp, im Busch, auf Placement gehen. Sniper jetzt nicht drauf. Nice, gar nicht gut von dir. Und jetzt war ich echt los, guck mal, die kämpfen, guck mal, was ich mache, ich mach gar nichts. Ich steh nur ran. Ich mach gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Guck mal, der No-Scan. Oh, ich liebe No-Scans, aber ich muss den so holen. Einfach ein Laser. Guck mal, beide sind down. Wer regelt? Sag mal meinen Namen. Maui. Ja, Wabo. Will ich mal nicht so, Alter. Jetzt rotieren, Freunde, was echt neu für mich war, dieses Rotieren. 7, 8 Leute rotieren neben dir, mein Kopf war kaputt. Wie war für dich? Der war schalten, der war woanders, der war im Flugmodus. Wie im Flugzeug, er konnte nicht denken. Guck, Freunde, das war immer meine Taktik. Rotieren nach den Gegnern in deren gebauten, versorgen uns nicht die Mets. Und jetzt, guck mal, ich hatte so Angst. Ich habe in die Hose gekackt, ich sag's euch. Ich habe in die Hose gekackt, ne? Ich war geboxt, ich dachte mir, Bruder, vorbei. Erster geholt. Ja, ich habe mir aber in die Hosen gekackt, mein Eis. Der Arme, aber ich hatte Angst in dem Moment, Freunde. Ich habe schon das so alles von meinem Leben, an meinen Augen vorbeiziehen sehen. Da war ich durch. Wie ich dann so schreien werde, so alles auf die Teammates schieben, obwohl ich mein Schuss war. Ich wurde so one gemacht, Alter. Aber trotzdem gehe ich pushen, weil Mann, jetzt sei mir. Ich würde alles auf meine Teammates schieben. Ich habe schon Aggression gehabt, obwohl ich mein Schuss. Immer schieben auf Niki, Freunde. Ihr wisst schon, ihr kennt doch, ältere Rüder schieben immer auf jüngere Rüder. Und hier, Freunde, jetzt wird's echt eklig. Das ging oben hin zum Berg. Minus Leben, minus Metz, minus verdammt alles. Unten chillen noch 15 Leute oder so, die auf uns schießen. Oder ich hab nicht mehr geglaubt, dass wir irgendwas machen können. Aber die Hits haben immer gesessen, immer ein paar Hits gegeben, immer für, damit Zone Damage oder wie man das nennt, nicht kriege. Hier habe ich ein bisschen reingeschissen, dann, Bruder, mach das. Dann darf ich mir einfach weggehen. Scheiß drauf, was Nick gemacht. Lia, ich dachte mir den Kopf holen, Niki, lass mich in Ruhe. Na, Brother. Junge, ich dachte mir vorbei jetzt. Auf jeden Fall, Freunde, ich habe versucht, Highground irgendwie zu holen. Ich habe gesehen, Highground war free. Ich schieße ihn runter, er kriegt ein bisschen falsch an. Ich dachte erstmal, er stirbt. Dann irgendwo befestigt er sich wie so ein. Wie Tarzan war er. Hat irgendwie sich festgemacht. Und dann Schockstarre, keine Metz mehr. Das habe ich so dumm gespielt, ne? Er sagt, er hat keine Metz mehr. Ich und mein Boommate waren auf Highground. Boah, wer ist und ich Leben? Bin runtergekommen. Wer ist im Leben? Er hat gewonnen. Guck mal, mein Leben! Keine Metz, wir haben es überlebt. Das ist von Jesus ein Wunder. Und dann hat er noch einen geholt, Alter. Wie geht das? Und dann überfordert, man riecht unsere Überforderung, oder? Guck mal, wir überfordern, wir springen wie Kängurus. Siehst du, wir machen nichts. Niki hätte oben bleiben sollen. Ich wäre gestorben, weil ich sterbe gleich eh. Aber ich habe wenigstens noch einen Kill geholt. Das war ganz wichtig. Ich nicht mehr. Doch, der habe ich schon bekommen, Guck, bah, meine Backpfeife, Junge. Geh mal weg, wo du herkommst, Alter. Komm auf den Boden zurück. Fortnite macht diese.
bekommen. Was ist das? Aber ich habe noch die Kill bekommen, hier gedownt. Niki geht jetzt auch down, da oben. Ist schon down, Niki ist schon down. Und ihr seht, er geht jetzt alleine rein. Was soll er machen? Irgendwann ein bisschen Chap so, aber egal. Zwei Runden hatten wir, ich hatte jetzt 5 Kills. Ich war immer der Beste aus dem Team mit den Kills, you know, ne? Halt den Mund! Freunde, ihr seht jetzt, der erste Platz mit 3 Runden hatte 74 Punkte und das ist der echte Noah Rayleigh. Gehen wir weiter. Ihr seht das jetzt, wir sind hier so, wir suchen uns, wir waren richtig so, das hatten wir irgendwie noch nie. Wir suchen uns in Tabellen und so, so, wir suchen die ganze Zeit. Und ich gesagt, auf einmal, guck mal da, da waren wir, da waren wir. Ich denke, wo? Bruder, bin ich blind? Ja, da sind wir, 1257. Aber Freunde, das fällt, wisst ihr warum? Ihr seht, wir hatten 2 Runden, durchschnittliche Eliminierung 11 und durchschnittliche Platzierung 2. Platz. 2. Platz? Das ist Quote, ist perfekt, geht typico, du nimmst Höchstgewinne. Warum haben wir 11 Kills? Ja, durchschnittlich, in 2 Runden hatten wir 22 Kills und dann durch 2, 11 durchschnittlich. Mathe, du weißt. Und wenn wir durchschnittlich 30 Punkte machen, hätten wir 90 Punkte nach 3 Runden. Das bedeutet, erster Platz in Europa, Bruder. Schau mal. Jetzt alle kennen mich. Ich bin neu in Pro-Szene drin. Raus. Raus. Und jetzt, Freunde, alles geht bergab. Bergab wie mein Haarschnitt früher. Immer vor so einem Berg. Ich bin zu süchtig geworden nach Kills. So, 3. Runde, Bruder, angeschossen. Irgendeiner hat so ein dickes Auge aktiviert. Ich verstehe nicht, ob mein Nachbar war mit seinem Hammer. Er hat Video gesehen, ne? Seitdem, er guckt mich an wie ein Bär, so grimmig so. Ihr müsst wissen, ich habe ein bisschen Angst vor ihm, aber ich will ihn auch K.O. schlagen. Ey, mach mal keine Augen, ne? Und jetzt, das war unser Fehler. Ich push alleine, Bruder. Ja, bist du schlecht, Alter? Ich habe die so angeschrien, ihr wisst gar nicht, ne? Guck dir den mal an, Alter, der Hund. Gib ihm ein Dickste. Ich hab schon dieses Dragon gehört. Vorbei bei mir. Ich hab schon oben dies. Ich hab dies gesehen. Kennst du das? Oh, no. Oh. Halt dein Maul. Wir machen Film mit dir. Ja. In die 4. Runde reingestartet. Wir sehen, da will einer, haben wir ihn wieder rebootet. Ich geb Hits. Merkt ihr? White. Pushen, einfach pushen, right, war angesagt. Right. Ich hab durchgehend Hits gegeben. Okay, eben da war nicht so gut. Aber ich hab eigentlich was immer durchgehend, gleich mit Pistol, ihr seht's. Bestes Aim. Guck da, Tag, ein Hit. Einfach one, ein Schuss, ein Hit. Junge. Du hast alles im Kopf, er kann kein Mathe mehr. Auf 200 Meter! Der Bruder hat ein Trauma, er hat jetzt immer Angst vor dem Pistol von ganz weit getroffen. Mehr. Hier, ich hab ein bisschen so auf Taktik gespielt. Keine Ahnung, ich war lost, Digga, ich schieße, Bruder. Was machst du da? Komisch. Was ist dein Kopf kaputt machen? Jetzt, wir dachten uns jagen, wir sind zu offensiv gegangen nach der, der 2. Runde. Ab da haben wir echt Schöpf gespielt. Ey, ja, guck mal gleich, ey. 9,5. Brrrr! 53 Headshot. Guck mal, er weiß gar nicht, was er macht, das Ding hier fährt. Er fährt den Kreis, war der Arme. Geholt, ja, dann wurde er geholt. Ganz klar vom Meister, vom Babu Allah. Der Babu. Und jetzt, warum wir gestorben sind, so dreckig gecampt in diesem Keller. Meine Doom und meine Mates waren ganz woanders. Ich ruf die. Die haben gar keinen Bock zu kommen. Da war was, Bruder. Da waren 3 gegen 1, guck mal, wie dreckig die sind. Ja, Tualek, du eklige. Boah, du eklige. Du hast geholt, Alter. 5. Runde, ein neuer Reboot. Ein neuer Reboot, wir schießen, dies, das. Er kriegt jetzt, der Arme hat Angst gehabt. Er ist gerannt um sein Leben und das Ding ist, wir haben ihn auch gejagt, oben. Wir sehen ein Game. Und Fortnite, hört mir zu. Das, was ist das in diesem Boden? Guckt mal, ich hab ihn nicht bekommen. Junge, da war mein Dummett so in der Game. Guck mal, er ist einfach stecken wie der Fetzer. Guck mal, er konnte alles schießen und so, aber er war irgendwie im Boden drin festgesteckt. Und dann, ich dachte irgendwie mit Explosionen, so 290 Kuh hat nichts gebracht. Aber Fortnite, jetzt mal ehrlich, bringt mal raus mit diesem Unterwassergehen, ey. Das hat mich so abgefuckt im Kopf. Und ihr seht, jetzt haben wir noch ich und Niki. Er hat noch gelegt, er war so und es war klar, er wird sterben. Und wo er genockt wurde, auf einmal konnte er sich wieder bewegen. Gib ihm die Hits. Niki, du hättest Shotgun mitnehmen sollen, Alter. Niki, dann hat's Charge. Gold. Wow, geht der Down, Digga. Und wird noch gefinisht wie ein Dreckiger. Ich hole ihn mir noch. Niki, Dicky, du bist echt ein schlechter Caller. Ich glaube, der war nie Schule. Ich glaube, dieser Typ war nie Schule. Ich sag dir auch top. Englisch. Englisch. Was heißt top? Das, ich sag, der Heilmann soll schulen. Ich krieg die fettesten Hits. Ich bin so ausgerastet. Er sagt, geh mal top. Frag mal Leschi. Du kannst einfach kein Englisch. Er sagt top und dadurch sterbe ich. Jetzt 2 gegen 1. Die machen Taco Loco mit mir. Kommen wir zur 6. Runde hinter Stein gekämpft. Richtig dreckig wurden wir. Dieser Cup hat uns dreckig gemacht. Guckt, ihr seht, ich mache Hits, dies, das. Bruder, er kriegt jetzt, der da hinten kriegt jetzt, er will verschwinden wie ein 31er.
und sein Teammate rein in die Box, zap, zap, erstmal seine Schuhe abgezogen, seinen neuen Jordan mitgenommen und einfach abgehauen. Hier hatten wir dann eine Taktik, Freunde. Ihr seht, die Zone ist bei uns. Wir hatten erstmal hier hinten gebaut, aber dann haben wir uns dafür entschieden, das abzubauen und dahin zu gehen, weil wir hatten die perfekte Position. Ihr seht, wir konnten lasern, konnten alles machen. Easy, ihr seht, die Lobby sind leicht stacked da jetzt schon. Überall ein bisschen was gebaut ist. Ich guck mal, ich sehe so ein Autofahrer. Ich denke mir, Bruder, wo will der hin? Der versteht das Spiel nicht. Er fährt irgendwo in Zaun. Niki wollte zu Loot, geil, willst du Loot holen und stirbt in Zaun. Ei, wie schlecht. Ich dachte, diese Kokos auf kann einmal. Man essen, Alter. Kann man auch. Auf einmal kommt kann ein Trio pushen. Doch, ich habe letztes Mal gemacht, geht. Da kommt ein Trio pushen. Niki stirbt in Zaun. So dumm, das hätten wir gewinnen müssen. Wir hätten Highboard alles. Ich hole natürlich, weil ich der Kapitän bin, immer noch einer Capitano. Dann rotiere ich ein bisschen mit dem anderen. Ja, rotieren mal ein bisschen Krisenbilanz. Wir haben uns gar nicht abgeschaut, deswegen sind wir auch gestorben am Ende. Hab da noch ein paar Hits gegeben, die Stars Hits durchgekommen. Ihr wisst, was ich meine. Ich rotiere die Stars. Guck mal, das sieht so aus wie FNCS. Ich gebe ihm die dickste Hits und geht auf von Seite. Oder muss das? Der eine, der wurde auch zweiter Platz. Der hat jeden hochgenommen. Und jetzt seht ihr es erst in einem 1 gegen 1. Gegen 1. Das war dritter Platz, 2 Solos doch. Und er wird geholt, damit ist auch die 6. Runde vorbei. Ui! Oh! Okay, er stand rum, juckt dich gar nicht, Digga. Ich hab mitgenommen diesen Kill, einfach auf Bellish mitgenommen. Und ihr seht, das ist eigentlich ein 2 gegen 3, was wir machen, Alter. Das habe ich irgendwo im Fernsehen gesehen. Oh Gott, ihr! Irgendeine Comedy-Show, wie schlecht. Sind die größten Hunde, Alter. Aber wer geht zuerst down, rat's mal. Ja, weil ich gegen einen Typen kämpfe, der besser als Benny Fischer. Die waren echt gut und Niki hört nichts. Ihr müsst wissen, viele fragen sich, warum hat Niki kein Headset? Er hat ein Headset, das sieht an der PC, er hat auf PC geschlagen, das ist ein Wackelkontakt drin, er kann nichts mehr hören. Jetzt, wir haben einen neuen PC bestellt, da kommt ein Video zu, da gab es Krise mit. Bruder, einfach alle machen Auge. Boah, hier, wahrscheinlich ist ein Headsting geholt, Ich hab gespielt wie ein Esel, Digga, ich schieß irgendwo daneben. Er hat alle drei geholt. Er hat alle drei geholt, er dachte sich, Bruder, er hat doch den letzten sogar gespitzhackt mit 4 Schlägen. Und kommen wir zu unserer allerletzten Runde. Wir dachten uns, einfach gehen wir all in. Neues Sweater gefunden, gar keinen Bock mehr. Wir waren eine Zeit lang top oben 1%. Ihr seht, was hier passiert. Laser des Todes. Nein, ich dachte mir, komm, gar keinen Bock mehr. Ihr kennt das, wenn ihr Kapsel Kacke abschneidet. Einfach reingehen, gar keinen Bock mehr. Ersten geholt, also white gemacht, dann geholt. Das war richtige Post, Freunde. Ich dachte mir, okay, erste geholt, ein Kill wenigstens. Guck mal, sein Chinesen-Name. Alle gleich Skin. Zweiten geholt, easy. Und das war mein Fehler. Ich habe versucht, seine Lieder in den Tag mitzunehmen, aber meine Waffen waren nicht sortiert. Deswegen habe ich mich kassiert. Es waren 2 gegen 1. Merkt euch das. Der Typ war heftig. Ich habe ihn so weit gemacht, ne? Naja, mein Ehrlich hat gesessen und dann gekriegt einen One-Pump. Er kriegt einen One-Pump. Ich will von der anderen Seite gerade gehen. Er editiert sich raus und kriegt. Guckt ihn euch mal an. Was macht der mit mir? Ich mache ja auch noch White. Junge, da hast du mit dem M reingeschossen. Ich habe Hits gegeben, trotzdem. Ja, aber du hättest noch einen Schuss, aber den hast du dann nicht. Und da habe ich rausgenommen, weil meine Treppe weg. Zack, er hat mich gegeben, oder? Auf das auf mit. Gegeben. Ja, geil.